GNTM-Finalistinnen verraten. Darüber wird wenig gesprochen. Heidi Klum ist für jeden Spaß zu haben. So scheint es zumindest. Doch es gibt ein Thema, das am Set von Germany's Next Topmodel weitestgehend tabu ist. Welches das ist, haben die GNTM-Finalistinnen im Gespräch mit Bild verraten. Somajia, 21, Nicole, 49, Vivian, 23, Olivia, 22, oder Selma, 19. Wer wird Germany's Next Topmodel? Am Donnerstagabend, 15. Juni 2023, findet die große Live-Show statt, in der entschieden wird, wer die 18. Staffel gewinnt. 5 Kandidatinnen sind übrig geblieben, haben sich gegen 24 Konkurrentinnen durchgesetzt. Mittlerweile sind sie eine kleine eingeschworene Clique geworden, zu der auch Modelmama Heidi Klum, 50, gehört. Denn die Moderatorin ist nicht etwa nur eine entfernte Beobachterin, vielmehr ist sie in die Gruppe involviert und interessiert sich auch für ihre Mädels. Heidi Klum ist Teil der GNTM-Finalistinnen-Gruppe. Finalistin Nicole beschreibt Heidis Rolle bei den Dreharbeiten zu GNTM gegenüber Bild. Heidi kommt immer mal rum. Dann fragt sie, wie es uns geht, ist auch wirklich sehr interessiert und macht auch mal Quatsch mit uns. Es ist nicht so, dass sie separiert ist und wir nicht an sie herankommen. Selma hat ebenfalls nur Gutes über Heidis Gastgeberqualitäten zu berichten. Seitdem wir nur noch zu fünft sind und die Finalproben laufen, ist es wirklich sehr süß. Gestern zum Beispiel habe ich mir zum Abendessen gewünscht, dass wir Spargel essen und dann hat Heidi Spargel mit Schnitzel organisiert. Es wird immer familiärer, die Zusammenarbeit wird immer schöner, so die 19-Jährige. Doch ein Thema gibt es dann doch, über das Heidi Klum am GNTM-Set nicht reden möchte. Tom ist tabu. So freundschaftlich sich Heidi gegenüber den GNTM-Girls auch zeigt, über ihren Ehemann Tom Kaulitz, 33, möchte Heidi bei der Arbeit offenbar nicht sprechen. Sie hat keine persönlichen Sachen über die Beziehung erzählt. Aber sie hat natürlich an manchen Stellen erzählt. Keine Ahnung, rutscht Vivian heraus, doch sie bricht ihren Satz schnell ab. Bild spekuliert, dass den Finalistinnen möglicherweise verboten worden sein könnte, über Heidis Privatleben und ihre Ehe zu sprechen? Punkt. Bei den diesjährigen Dreharbeiten dabei gewesen, ist Tom jedenfalls nicht, berichten die Mädels. Leider haben wir Tom nicht gesehen, wir haben jeden Tag drauf gewartet, dass wir ihn mal treffen, sagt Selma. Vivian spekuliert. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit Sicherheit mal da war, aber wir haben ihn nicht gesehen. Beim Finale ist der Tokyo Hotel Star aber definitiv dabei, zumindest Backstage. Das verrät Heidi höchstpersönlich mit einem süßen Foto, das sie bei Instagram postet. Darauf ist sie bei einem innigen Schmatzer mit ihren Liebsten in den MMC-Studios in Köln, wo das Finale ausgetragen wird, zu sehen.